lieber Joko, lieber Klaas. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie Adel Tawil und ich euch damals beim Werbejingle-Raten so richtig abgezockt haben? Ja, was soll ich sagen? Das nächste Spiel hat damit genau gar nichts zu tun, außer dass ihr sehr wahrscheinlich wieder ganz genauso ablosen werdet. Hier geht es nämlich darum, den Fehler zu finden. Ist das neben euch tatsächlich der echte Steven Gätchen oder nur eine billige Copycat? Genau das gilt es jetzt herauszufinden bei Poker Fake. Das letzte Spiel vor dem großen Finale steht an und ihr seid gerade in Topform. Ich würde mal sagen, wenn das so weitergeht, habt ihr diesen Vorteil schon in der Tasche, aber ihr habt auch zwei Gegnerinnen, die gilt es erst einmal zu schlagen. Das Spiel nennt sich Poker Fake und wir begrüßen jetzt eine Dame, die ist in Hamburg, St. Pauli, bekannter als Fußball, Tripper und Table Dance und die andere ist eine der smartesten Gesichter von Galileo. Hier sind Olivia Jones und Claire Oelkers. Hallöchen. So. Ja, mal Häschen. Komm, ich wünschte, ich könnte sagen, ich wäre fast in deine Augen verloren gegangen, es war aber woanders. Immer ran. Immer ran? Also, für das nächste Spiel braucht ihr ganz besonders scharfe Augen. Es geht um Folgendes. Hallo, bitte ein bisschen ernst bleiben. Total. Ich bin ein bisschen aggro. Kann mir richtig in Nahkampf gehen jetzt? Auf jeden Fall. Ja, absolut. Nahfernkampf. Eine kleine Leiter. Also, beim nächsten Spiel geht es darum, aus drei vermeintlich gleichen Gegenständen den Fake, also den unechten Gegenstand, zu erkennen. Das Fiese daran ist, das müsst ihr versuchen, aus 15 Meter Entfernung zu machen. Wir haben hier zwei Spielflächen, eine für Olivia und Claire und eine für Joko und Klaas. Dort drüben. Es startet von hier. Kommen wir mit? Vielleicht kann man von oben besser gucken. Ist das hier unsere Seite? Ja, also die machen wir natürlich platt, weil ich greife von oben an und sie ist für unten rum zuständig. Ich bin für unten zuständig. Ja, das ist doch wunderbar. Also, ich wische den Boden heute. Das sind 15 Meter. Wir bauen die drei Gegenstände oder die Dinge dort hinten auf, vor diesen beiden roten Wänden. Ihr habt drei Bahnen. Ihr müsst versuchen zu erkennen, welches ist der Fake-Gegenstand. Ihr platziert euch dann auf der Bahn, von der ihr glaubt, das ist der unechte Gegenstand, der dann am Ende der Bahn liegt. Ihr startet hier hinten. Ja. Ihr könnt näher rangehen, um versuchen zu erkennen, um was für ein Gegenstand es sich handelt, welcher Fake ist. Und dann ziehen wir die Sichtschutzwand hoch, checken, ob ihr richtig liegt und vor allen Dingen, wer weiter weg gestanden hat. Aber wenn wir einmal vorgehen... Dürft ihr nicht wieder zurück. Nicht wieder zurück? Nee. Okay. Also das heißt, entscheidet weise, aber guckt auf jeden Fall. Claire und Olivia hier, Startposition, Joko und Klaas auf der Seite. Wir bauen die ersten Gegenstände auf. Also startet am besten Joko und Klaas hinter der Ziellinie. Schummeln ist nicht erlaubt. Ja, ja, wir haben Schiedsrichterinnen, die aufpassen, dass sie nicht nach vorne geht und wieder zurück. Wir fahren die Sichtschutzwand runter. Die achten ganz genau drauf, dass wir alles im Blick haben. Und wenn ich sage Go, dann ziehen wir hinten die Sichtschutzwände weg und ich sage euch, was ihr erkennen müsst. Seid ihr bereit? Ja, ja. Ihr habt es verstanden, wunderbar. Wir ziehen die Sichtschutzwände raus und es geht jetzt darum zu erkennen, welcher Obstkorb ist unecht, welche sind echt. Diskutiert, denkt dran, die anderen können euch hören, Olivia und Claire. Weil die Banane so glänzt. Ihr könnt bluffen. Auch ihr könnt bluffen. Bewegt euch gerne nach vorne. Überlegt, was ist echt, was ist unecht. Okay, wollen wir ein bisschen... Wir müssen weiter nach vorne. Ganz weit nach vorne. Am besten, wir riechen dran. Habt ihr euch entschieden? Wir sind uns noch ein bisschen unstimmig. Ja? Ja, oder? Okay, wir bleiben unstimmig. Wir haben's. Okay. Die anderen beiden machen mir Angst, weil ich das Gefühl hab... Ja, wir sind... Denkt ihr nach oder seid ihr in Schockstarre? Haben wir uns entschieden? Was sind wir denn so rot? Im Tunnel. Ihr seid im Tunnel? Die drei? Ich finde das...
Ich weiß auch nicht. Ich logge gleich ein. Gleich ist die Runde zu Ende. Also wenn ihr euch sicher seid, Joko und Klaas, Claire und Olivia, dann begebt euch auf die Position, auf die Bahn. Gut, also die Entscheidung muss in 3 Sekunden gefällt werden. Joko, Klaas, 3, 2, 1, Schluss. Gut, wir fahren die Sichtschutzwand nach oben. Oh, ihr Schweine. Warte mal. Wartet mal. Also, alle stehen bleiben. Olivia. Da stehen bleiben können. Sowas Bescheuertes. Ganz kurz. Also, ihr habt euch gar nicht bewegt. Ihr seid auf der Bahn 3. Ihr habt euch ein bisschen bewegt. Ihr seid auf der Bahn 1. Also, ist völlig egal. Wir wollten nicht unfreundlich sein und ein bisschen nach vorne galoppieren. Wir wollten uns ein bisschen bewegen. Aber ihr steht vor. Joko und Klaas, habt ihr das Spiel verstanden? Ja. Wir haben es verstanden. Wir haben ganz viel nachgedacht. Wir haben ausgeschlossen. Wir haben bestimmt, soll ich mal so ein paar Gedankengänge haben? Ja, sehr gerne. Wir haben zum Beispiel im zweiten Korb ist eine Sternfrucht zu sehen. Ja. Ich glaube, eine Sternfrucht ist so eine Egalfrucht, dass es davon keine Nachbauten gibt, weil die praktisch für das Business uninteressant sind. Versteht ihr? Weil für das Business der nachgebauten, unechten Obstkörbe. Falls jetzt aber jemand sagt, er hätte Bock auf ein Start-up, wo man Sternfrüchte macht, ja? Da pumpt er direkt Joker. 1 Million rein. Also. Weil er die Leute nett findet. Ja. Gut, ihr habt alle beide gesagt, also das ist natürlich identisch platziert. Der unechte Obstkorb, ihr habt beide gesagt, 1, 3. Gut, ich gehe jetzt 3. Ihr sagt, das ist der unechte. Ha! Scheiße, das ist die einzige Sache. Ist die Also, ihr seid schon mal raus. Okay. Habt ihr gewonnen? Ja, bestimmt. Oh nein. Du hast wahrscheinlich. Fake. Darf ich das mal angucken jetzt? Der anderen, komm mal ran. Was? Eine künstliche Sternfrucht, das ist ja völlig unnötig. Ja. Scheiße, da hatte jemand schon die geile Idee. Das ist eine künstliche Sternfrucht. Ach so. Oh Mann. Also ich hätte nie gedacht, dass es einen Markt gibt für künstliche Sternfrüchte. Dass dich das fertig macht und du hast gerade die Runde verloren. Oder? Ist doch völlig egal. Ich hätte es noch nicht. Aber habt ihr jetzt mal geschnallt? Ich hätte es noch nicht mal von hier erkannt. Ich auch nicht. Wirklich nicht. Ja. Ich mag aber den Moment, dass man sich zum Publikum umdreht, nachdem man an weiß, alle dass vier, Klaas, Joko, Claire und Olivia. Es nützt nichts. Das mit diesem Glanzspray. Es nützt nichts zu zocken. Okay. Ja, ne? Das sagt denen mal. Wir sind nach vorne gegangen. Ja, aber ihr lagt ja auch falsch. Hat ja nichts genützt. Das haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Gut, der Vorhang geht runter. Konzentriert euch. Und hier kommt eure nächste Aufgabe. Wenn wir die ernsthaft meine Taktik ihr seht immer ins Lächerliche dort Menschen. Und ihr müsst mir bitte sagen, wer trägt eine Perücke? Wer trägt eine Perücke? Wessen Haare sind nicht echt? Denkt noch mal dran, es lohnt sich, die Position zu verlassen, weiter nach vorne zu gehen. Ja, wir müssen ein bisschen. Und also jetzt gehen wir ganz nach vorne. Olivia, nein, komm zurück. Darf sie gar nicht. Kurze Frage, stehen auf der anderen Seite dieselben 3 Personen? Na klar. Natürlich. Super. Eineige Zwillinge, logisch. Aber die Person mit unechten Haaren steht auf der gleichen Position. Das ist aber total schwierig. Ich dachte, so eine Expertin auf dem Gebiet. Aber das glaube ich da nicht. Aber es können natürlich alle, wenn die gut geklebt sind. Vielen Dank auf jeden Fall an Sie fürs Mitmachen. Ich überlege, dass ich einen von den 3 kenne. Und? Kennen wir uns? Ja. Nee, ihr beantwortet gar nichts. Keine Fragen. Ihr reagiert nicht. Ihr lasst die. Ich kenne euch doch. Also, du hattest doch letztens noch so blond. Nee. Ja, oder der hat einfach gut. Olivia und Claire. Joko und Klaas. Also ich. So, Joko und Klaas, ihr habt eine Entscheidung gefällt. Ja. Claire und Olivia, auch für euch gilt jetzt. Und du? 3, 2, 1. Schluss. Vorhang nach oben. Ah, hi. Oh, krass. Vier dumme Gedanken. Also, auch hier, um das mal festzuhalten, ist die Entfernung egal. Weil ihr auf unterschiedlichen Bahnen steht. Ihr steht auf Bahn 1, ihr steht diesmal auf Bahn 3. Also ihr sagt... Das ist ja viel einfacher, das sehe ich ja von hier. Ja. Bin ich ja mal gespannt. Das ist ja also abgefahren. Entweder auf Bahn 1 oder auf Bahn 3 die Perücke. Woran glaubt ihr, habt ihr es erkannt? Ich glaube, also das ist 2 Sachen. Ja.
Ich glaube, es glänzt ein kleines bisschen hier oben an der vermutlich Glatze, die da drunter ist. Und irgendwie passt so die Frisur mit dieser Johann Wolfgang von Goethe-Föhnerei nicht so zum Typ. Okay. Also man hat so das Gefühl, ohne Bart würde ich es ihm zutrauen, aber mit dem Rest-Look, so ein Boots-Typ, hat jetzt nicht so eine André Rieu-Matte. Gut, du hast das und großartig erklärt. Und? Aber es ist noch zusätzlich, ich glaube, jemand, der sich so viel Mühe bei den Haaren geben würde, der würde auch seinen Bart färben. Wunderbar. Ja, der wird aber erst grau. Was auch immer du sagst. Wir wollen das jetzt überprüfen, bitte. So wie Jakob Lund. Einmal an den Haaren ziehen. Ist das eine Perücke oder ist es keine? Ja! Yeah! Eine Perücke. Ja! Mega gut. Damit auch hier. Zeig einmal ganz kurz. Ja, ich bin richtig. Saugut. Ich glaube schon. Also auch hier waren keine Haare zu sehen. Wahnsinn. Vielen herzlichen Dank. Riesenapplaus für euch Sechse. Ja. Danke. Einen schönen Abend. Also, erster Punkt für euch. Sag mal, ihr seid der richtige Füchse. Gut, wir machen weiter. Hier kommt Runde 3. Sichtschutz geht runter in der Mitte erstmal. Und dann sage ich euch, was ich mir wünsche. Ich hätte gerne Brüste, das ist mein Spezialgebiet. Fake und echt. Obwohl von denen wahrscheinlich auch. Gut, ich möchte gerne wissen, welche Pflanze ist nicht echt? Was? Bis zum Ende von dir. Ich habe ja meine Brille nicht auf, weil da sehe ich aus wie eine schwule Eule. Ich gebe meine Hand. Ich komme mit. Das ist ja auch super, dass du deine Brille nicht auf hast. Ja, weißt du, genau für das Spiel. Da sehe ich total bescheuert aus. Aber ich dachte, das wäre etwas einfacher. Aber was siehst du denn? Wir gehen. Siehst du nur rot oder siehst du auch noch? Nein, siehst du mich? Sehe da rot, Blumen und dann links einen geilen Hasen. Kannst du nicht mal so ein Galileo-Spezial machen mit dem Steven, so ein bisschen sexualkundemäßig? Galileo-Spezial? Galileo-Spezial? Yeah. Ein Galileo. Galileo. Das hörst du, ne? Logisch. Aus dem Bauch raus würde ich sagen, die. Aus der Hocke raus. Und dann würde ich ist sagen, die auf keinen die. Fall, weil ich lag bis jetzt die ganze Zeit falsch. Siehst du mal, gehen wir. Die ist halt so schön gewachsen. Weißt du, die ist so gleich. Ich bin auch schön gewachsen und sag nicht nichts echt. Und du bist groß? Ja. Ja. Gleich läute ich mit dem Publikum einen 10-sekündigen Countdown also, ein. Wenn ich sage, die ist es, dann ist es bestimmt die. Jetzt fangt Nini. Das ist weibliche Glaub Logik. An dich, kleine Maus. Glaub und der an kommt jetzt. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss! Wand nach oben. Wo waren wir? Oh nein, wir sind getorkelt. Und auch hier habt ihr wieder unterschiedliche Meinungen. Gut. Claire und Olivia, sagt mir mal, warum sollte diese Pflanze fake sein? Naja, weil die so ebenmäßig ist und irgendwie sieht die. Also, sieht zu perfekt aus. Also so ein bisschen Ausschlussverfahren. Die rechte ist irgendwie zu klein. Ja, die ist zu klein. Die links ist und die linke zu ist, perfekt. Ist zu perfekt. Das könnte aus Plastik sein. Ja. Und deswegen glauben wir, es ist die Mitte. Und weil wir was denken, du sagst, die ist aus Plastik. Das heißt, die ist unecht. Aber ihr sucht die unecht. Nein, die ist echt. Ach so. Aber die sieht aus, als wäre sie aus Plastik und sollte uns in die falsche Richtung locken. Das, was sie sagt. Wir lösen auf. Ihr habt den Punkt. Ja! Yes. Super! Guckt es euch an. Oder? Ja, mit Pflanzen kennen wir uns aus. Also. Aber auch da wiederum verstehe ich die Hersteller nicht. Warum machen? Naja, weil ich weiß, meine Logik ist ja nach wie vor irgendwie schlüssig. Vielleicht können Sie eine Orchidee mit Sternfrucht an der Seite konzipieren. Aber ist sie aus der Nähe schöner als aus der Distanz? Wie viele beschissene Geschäftsideen muss dieses Land eigentlich noch hervorbringen? Sternfrüchte, 1:1. Blumen. Einmal die Sichtschutzwand zwischen den beiden Teams runter. Und jetzt, okay, also jetzt müssen wird der Blick freigegeben. Ich möchte gerne von euch wissen, welches Geld ist nicht richtig echt? Von was für einer Welcher Währung sprechen wir denn hier? Geldschein ist fake. Was ist denn das? Euro. Ich sehe gar nicht, ist das ein 20? Ich sehe über. Doch, das ja, das gilt es rauszufinden, deswegen kann man ja auch ein bisschen nach vorne gehen. Oder? Die geht wieder nach vorne und dann. Achso. Je näher man an die Geldscheine geht, desto mehr sieht man. Genau, das ist die Logik dieses Spiels. Ich
habe gar keine Ahnung. Irgendwann so ein Schein kommt. So ein Glimmer. Also Claire, für dich nochmal. Welcher Geldschein ist fake? Es sind Euro. Darf ich ein bisschen nach vorne? Ja, geh du spazieren. Aber da müsst ihr dann auch stehen bleiben, ne? Nee. Ihr wollt euch gar nicht bewegen oder wollt ihr euch bewegen alle zusammen? Wie sieht's aus mit Claire und Olivia, Joko und Klaas? Ne? Denkt dran. Aber der ist so zerknittert. Dann könnte das wieder sein, dass das ich zähle jetzt gleich gemeinsam mit dem Publikum wieder von 10 runter. Und dann müsst ihr euch festgelegt haben. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schluss. Wand nach oben. Ihr habt euch wieder keinen Zentimeter bewegt, natürlich. Es geht um den alles entscheidenden Punkt in diesem Spiel. Solltet ihr jetzt beide richtig liegen und ihr sagt, der 50-Euro-Schein ist unecht, dann haben Joko und Klaas ihren Punkt gemacht und dieses Spiel gewonnen, weil ihr weiter entfernt steht als Claire und Olivia. Woran habt ihr es festgemacht, ganz kurz? Ja, der war am wenigsten zerknittert. Ja, und der sieht so ein bisschen wachsmäßig aus, finde ich. Also bei uns ist es die 3 geworden, weil bei euch sieht man klar, was es für ein Schein ist. Aus unserem Winkel, aufgrund dessen, wie das Licht einfällt, sieht es einfach aus wie ein weißes Blatt Papier mit so einem kleinen Silberding da oben reingeklebt. Ja, das ist bei uns auch so. Hä, aber ich erkenne euren auch besser als unseren. Ah, okay. Ja, krass. Perspektive. Wunderbar, wir lösen auf. Welche Bahn wäre es gewesen? Ja! Nummer 3! Ja! Der 50-Euro-Schein war unecht. Tut mir leid. Dankeschön. Wir waren heute sehr gut. Wir haben alles gegeben. Danke, dass man mitbringt. Ja. Danke schön. Vielen Dank, Claire. Vielen herzlichen Dank. Danke. Bis bald. Vielen herzlichen Dank, Claire Oelkers und Olivia Jones. Sehr gut gemacht. Was ist echt und was ist Realität? Die Grenzen scheinen zu verschwimmen. Du sagst jetzt deine Gage ein, oder? 30 Euro. Man weiß ja nie, was der Abend noch bringt. Ja. Nein, man muss das jetzt mitnehmen, weil irgendwo ist hier Sido noch. Ja, stimmt. Lieber habe ich es als Sido. Gut, dass wir das Spiel nicht mit Sido und Teddy gespielt haben. Ja. Ei, 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 die hätten sogar die Fake-Früchte mit nach Hause genommen.